Sehr verehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, ich kann es nicht lassen, ja. Obwohl ich jetzt heute Morgen aufgenommen habe und teilweise extrem lang. Und ich habe noch nicht mal gerendert, bearbeitet, geschnitten, keine Ahnung, hochgeladen, sonst irgendwas. Ich muss weiter zocken, ja. Ich habe allerdings, das habt ihr nicht mitbekommen, einen kleinen Angriff überstehen müssen. Das war extrem knapp. Und zwar hatte ich, habe ich hier noch ein bisschen rumgewuselt und rumprobiert und abgebaut und aufgebaut und so. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der letzte Stand ist, was ihr noch mitbekommen habt. Ich will ja hier, ich glaube, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, gell? Ich will hier irgendwas Neues konstruieren. Das wird noch eine Katastrophe, warte mal ab. Auf jeden Fall, habe ich das schon mit aufgenommen, ey? Ich weiß schon gar nicht mehr, ey. Es war ja eher so ein Test. Habe ich das noch mit, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hier, guck mal, das ist der aktuelle Stand. Ja, und dann hatte ich das Problem und das hatte ich, glaube ich, nicht mit auf Band. Ich wurde dann mal eben angegriffen, da kam wirklich eine ziemlich große Horde, weswegen ich dazu gezwungen war, hier alles komplett umzubauen. Das heißt umzubauen, also ich habe einfach mal die Mauern hier verstärkt, weil sie sind schon durchgebrochen. Die haben mir sogar schon die Fließbänder kaputt gemacht und ich bin sogar einmal verreckt, ja. Das Bescheuerte daran ist, als ich verreckt bin, war genau kurz vorher der Save, der Autosave, ja. Und ich wollte jetzt nicht unbedingt 3 Minuten zurückgehen, ich habe ja auf 3 Minuten gestellt. Sondern habe mich der Herausforderung gestellt, ja, und ihr seht ja noch die Leichen. Jo, bin dann einfach ein bisschen weiter weggegangen, habe den Laserturm hier hingesetzt, der übrigens immer noch hier steht, ja, das sollte nicht hier stehen. Und ja, auf jeden Fall werde ich den trotzdem noch hier irgendwo hinsetzen als Sicherheit. Das wäre mir hier ganz recht, ja. Genau, dass er einfach hier steht. Weil selbst wenn sie durchbrechen sollten, also was ich jetzt glaube ich nicht mehr vermute, ich habe ja einiges aufgerüstet, was hier die Dinge angeht, die Geschütztürme, da dürfte jetzt nichts mehr passieren. Habe auch meine komplette Munition alles verbraten. Ich hab wirklich nur noch diese 100 Munition, ja. Diese eine Kiste, die ich hier hatte, wo ich mal nebenbei ein bisschen Munition produziert habe, ist weg. Ja, da waren ja auch noch so circa 1000 drin. Aber ich habe jetzt auch in jedem von diesen Geschütztürmen 50er, teilweise sogar 100er Stacks drin, ja. Fast sogar ein bisschen übertrieben. Aber ich will jetzt einfach meine Ruhe beim Bauen haben, ja. Also, ich glaube, ich habe da echt einen Fehler gemacht. Um dieses Yuuki überhaupt meistern zu können, ist es echt extrem hinderlich, dass du hier noch nebenbei dich darum kümmern musst, dass die Gegner hier nicht frech und nervig werden. Auf jeden Fall, wie gesagt, stehen jetzt hier definitiv genug Geschütztürme. Allerdings hier können es noch ein bisschen eng sein. Auf der Seite ist auch okay, habe ich jetzt noch 3 hingestellt. Ja gut, ich glaube 2 dazugestellt. Hier fehlt es jetzt eventuell. Da werde ich vielleicht auch nochmal entweder Geschütztürme dazu packen oder... Warte mal, nur kurz, das ist ja 2x2, genau. Hier muss auf jeden Fall noch einer hin. Und zwar, zack, 1, 2, zack. Da machen wir noch einen hin, Freunde. Dass hier auch einigermaßen geschützt ist. Du kriegst natürlich noch ein bisschen Muni, die Hälfte von meiner. Gebe ich gerne ab. So, und dann müsste man auch von dieser Seite einigermaßen geschützt sein. Deswegen habe ich mir jetzt auch Verteidigerkapseln gebaut. Die kann ich ja in einem gewissen Radius dann nachher rumschmeißen, dass die mir dann auch ein bisschen die Feinde weghalten. Ich bin gestorben, Leute, ich bin gestorben, ja. Ihr habt es leider nicht mitgekriegt, ich bin verreckt, ja. Also, kastriert. ihr wisst, was ich meine. Ja, wer hätte das gedacht. So, dann kommen wir mal zu dem Aufbau hier. Ich hätte echt nochmal in die alte Aufnahme reinschauen müssen, was ich euch schon alles gezeigt habe und was noch nicht. Wir haben ja festgestellt, dass das mit dem lila Staub eine absolute Katastrophe ist. Definitiv eine super Katastrophe. Das machte überhaupt keinen Sinn. Mehr Sinn macht es jetzt, ich habe jetzt gesehen, wir würden wahrscheinlich 2 Maschinen lang, um 2 Lanes voll zu machen. Ja, also gerade mit den Maschinen, die relativ schnell sind, funktioniert das einwandfrei. Jetzt will ich den lila Staub praktisch hier rausführen. An erster Stelle. Das wäre die erste lila Staubproduktion, die rausgeht. Im Endeffekt sollen nachher, nach Möglichkeit, 3 lila Lanes rausgehen. Das ist mein Ziel. Ich habe jetzt zum Beispiel hier das so aufgebaut. Ja, ich konnte es ja leider nicht synchron machen, weil wenn du hier ein gerades Band setzt, dann haut das Ärmchen das auf die untere Spur von dem Fließband. Das wollte ich nicht. Ich wollte es ja auf die rechte Spur haben, weil ich hier unten bei der zweiten Maschine dann alles von links mit einem Ding draufhau, ja. Also insofern sieht das deswegen so aus. Nur falls ihr euch wundert. So, jetzt gehen wir mal direkt hier in die Richtung. Und dann würde ich hier direkt einen Auf und Ab nehmen. Ab und Auf.
Genau, und das hier dann weiterführen. So war der Plan heute Morgen, bis ich dann wieder gezwungenermaßen aufhören musste, weil ich ja wieder zur Arbeit musste. That's life. Also Raluke, insofern sei froh, genieß dein Leben in der Schule, ich schwöre bei allem, was mir heilig ist. Wenn jeder wissen würde, was auf einen zukommt, wenn er älter wird, mit der Arbeit und der ganze Kram. Ja, ich glaube, da würden viele ihr Schulleben sehr viel anders gestalten. Wobei auf der anderen Seite, ich kann mich eigentlich nicht beschweren, weil ich habe wirklich gezockt. Ja, also ich habe ja dauerhaft vor, und damals noch nicht Computer gesessen, sondern vor den Konsolen, ja. Ich hatte ja auch, muss ich ja frecherweise zugeben, alles. Ich hatte Nintendo, ich hatte PlayStation, die erste, als rauskam. Da war ich, ach Gott, wie alt war ich denn? Ich glaube 15 oder so, müsste ich jetzt mal echt runterrechnen. Gab es die ersten PlayStation vor 20 Jahren? Könnt ihr hinkommen. Ihr könnt mal sehen, wie alt ich bin. Da hätte ich mich jetzt nicht selber dran erinnern müssen, aber okay. Auf jeden Fall, wie gesagt, so. Jetzt habe ich ein Problem. Ich brauche jetzt wieder grünen und blauen Staub. Ne, habe ich kein Problem. Ich muss halt einfach mit extrem vielen Ab- und Aufs arbeiten. Also mach mal. Das wird jetzt katastrophal hier gleich aussehen, aber es hat alles Sinn und Zweck und irgendwo auch Verstand. Also, naja, wenn ihr... Ja. Doch schon, irgendwie schon. Also, es wird auf jeden Fall hier das reinste Chaos jetzt mit den Bahnen. Das bedeutet, ich brauche jetzt erstmal hier... Ja, das geht nicht. Ah, doch, das geht schon, aber es geht doch nicht so richtig. Aber es müsste so gehen, eventuell. Es wird schon geil, wenn es so gehen würde. So und so. Und dann... Geht das? Geht nicht. Weil er es ja... Nee, das war ja so geplant, genau. Das heißt, ich muss eins weiter... Ich muss einen Platz muss ich haben, Leute. Krieg ich nicht hin. Das ist ja doof. Verdammt, ich noch eins. Ich brauche jetzt irgendwie den grünen Staub hier. Müsste ich hier den Splitter reinhauen, dass er mir den grünen Staub hier reinhaut. Den lilanen Staub dann hier abführen. Aber ich brauche hier auch grünen Staub. Und auf der anderen Seite muss es dann genauso machen. Bedeutet im Endeffekt, das würde doch funktionieren, oder? Nee, würde auch nicht funktionieren. Heiligs Blechle. Und ich kann nicht weiter hoch, richtig? Könnte ich noch eins weiter hoch? Nein. Gib mir mal einen Tipp. Wie weit könnte ich theoretisch... Nee, ich habe nicht einen Platz frei. Das ist viel zu eng. Hier auf und ab und das war's. Halleluja. Freunde der Liebe. Gib mir einen Plan. Ja, es sieht zwar blöd aus, aber es wäre, ja, es wäre schon eine Möglichkeit. Ich müsste hier raus einmal. Rein theoretisch. Und dann könnte ich jetzt den Splitter einbauen, ne? Halt, der muss runter. Nee, geht auch nicht. Wo ist mein Gedankenfehler? Jetzt habe ich, also das ist echt, deswegen mache ich es ungern nach der Arbeit. So ein Quatsch. Weil das einfach in der Katastrophe endet. Weil ich da einfach nicht mehr den Kopf dazu habe für solche logistische Herausforderungen. Wie würdet ihr das machen? Ich brauche den grünen Staub noch hier. Der lila muss aber hier schon mal abgeführt werden. Ist natürlich sehr blöd, dass hier innen drin machen das Ganze sehr eng ist. Aber nicht ohne Herausforderung, Freunde. Es muss irgendwie gehen. Es muss irgendwie möglich sein. Das ist meine Hauptlane. Gib mir einen Hinweis, gib mir einen Tipp. Ansonsten müsste ich vielleicht... Geht auch nicht. Ich kann da nicht mehr zwischen rein. Halleluja! Ärmchen! Die einzigste Möglichkeit, wo ich jetzt noch sehe, sind Ärmchen. Du
Und du, ihr setzt hier auf ein Band drauf. Das ist das Einzige, was ich jetzt noch wüsste, dass ich mit Ärmchen arbeite. Ist vielleicht jetzt. Ich will es aber optimal wie möglich haben. Das ist das Problem in der ganzen Geschichte. Also, wir machen es jetzt mal so. Ja, 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 okay, 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 alles cool, alles cool. Noch ist alles cool, warte mal. Ich kann, er holt es. Er holt es, kann es nicht holen. Mann, oh Mann, was ist denn das für ein Scheiß? Ich befürchte nämlich auch, dass das eine Ärmchen überhaupt nicht langt, um zwei Maschinen zu füllen. Ein Ärmchen macht so viel Arbeit, wie nachher zwei Ärmchen machen sollen. Ist Quatsch. Ist Quatsch. Ich würde es wollen, gerne richtig haben wollen. Will irgendwie so. Das muss ja irgendwie wieder zurück. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe gerade einen Hänger, Freunde. Es tut mir leid. Ich habe gerade voll den Aussetzer. Wahrscheinlich ist es sogar auch wieder einfacher, als ich es mir gerade denke. Könnte ich hier arbeiten? Splitter, eine zweite Bahn hier auf und ab, raus. Probier's mal. Komm, probier's mal. Komm mal ganz frech, probier's mal. Ach du Scheiße, das funktioniert sogar vom Platz her. Lecker Mucka. Das funktioniert, ich breche ab. Und jetzt ein Splitter. Genau, und das langt sogar vom Platz. Ich werd bekloppt. Verdammt mich eins. Verdammt nochmal, das funktioniert sogar. Ich werd bekloppt. Halleluja. Ja, bitte spiegelverkehrt nochmal. Weißt du noch, was du gemacht hast? Ich habe hier einen Splitter eingesetzt. Genau. Ui, 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 ui. Pass mal auf. Alter Falter. Zittert ihr genauso mit mir, wie ich gerade mit mir? Irgendwie so. Boah, brutal. Ich habe sogar noch einen Platz zwischendrin. Ich habe noch Platz, ich habe noch Platz. Er dreht durch, haltet euch fest, er dreht durch. Ich bin bloß gespannt, ob es nachher mit dem Staub überhaupt noch langt, wenn ich das wieder so katastrophal anfange. Das ist genau so geplant, genau. Halleluja. So, und jetzt muss ich den lila Staub noch ausbringen. Das funktioniert auch noch. Das funktioniert tatsächlich auch noch, Freunde. Pass auf, nämlich. Da brauche ich aber jetzt ein rotes Ärmchen. Es funktioniert noch, das ist der Hammer. Pass mal auf. Das kriege ich hin, ich krieg das hin, ich krieg das hin, ich krieg das hin. Dann nehme ich jetzt. Nee, ich will die spezialroten Ärmchen haben. Ist mir scheißegal, ob die gefiltert sind oder nicht. Der haut's jetzt. Lila Staub. Warte mal, warte mal. Gibt's noch eine Alternative? Es gibt tatsächlich eine Alternative, Freunde. Es gibt eine Alternative, die sehr viel besser ist. Und zwar unten ansetzen. Unten ansetzen. Und oben ansetzen. Das müsste die dritte Reihe sein. Leck am OK. Es funktioniert sogar so, ey. Boah. Der Aufbau muss ins Guinness-Buch oder sonst irgendwie. Keine Ahnung. Irgendwas. Ey, hammergeil. Wenn das noch funktioniert, dann wird es brutal. Ich muss allerdings denselben Aufbau wie hier haben. Das heißt, es muss von oben kommen. Ja, es geht. Das ist derselbe Aufbau. Warte mal. Warte mal. Das muss hier raus. Das muss hier raus. Ist das noch in der Maschine drin? Ich hoffe ja. Der setzt jetzt außen, der setzt jetzt außen. Du sollst lila Staub herstellen. Eieieiei, Freunde der Nacht. Ich bin schon auf die neuen Energiemasten gespannt, auf die Strommasten.
Wie war der Aufbau? Der setzt außen an und der untere setzt innen an. Ja, funktioniert auch alles, funktioniert auch alles, funktioniert auch alles. Und geht weiter drunter und geht weiter runter. Das ist die zweite Spur. Du setzt es hier rein und du setzt es hier rein. Genau. Dann einmal raus mit dem Krempel, einmal raus mit dem Krempel. Setz mal bitte unter Strom. Ich will wissen, ob das funktioniert. Habe ich Strommasten noch gebaut? Habe ich die alle verbraten? Ich würde nämlich echt gerne die großen hier benutzen. Wo sind sie denn? Oh Gott, bin ich die wieder gefunden. Aber bei Energie müssen die logischerweise sein, genau. Mach mal zwei Stück. Das dauert wieder. Ich will hier einen fetten Strommast jetzt in die Mitte setzen. Kein Bock hier. Halleluja. Mal gespannt, ob das jetzt funktioniert. Die holen sich, die holen sich, die holen sich, die holen sich. Die geben ab, die geben ab, die geben ab. Und dann kriegt die endlich mal was zu arbeiten hier. Freunde. Oh Mist, ich habe keinen Platz. Ich hab, Moment, ich muss so kurz muten. Kaum fange ich an aufzunehmen, kriege ich die Husterei. Nee, ich hab keinen Platz. Ich hab Platz. Aber nur hier. Dann müsst ihr hier auch irgendwo Platz haben. Nee, hier brauche ich jeden Platz definitiv. Ja, ist vielleicht jetzt auch ein bisschen overpowered. Kommst jetzt hier nochmal Dinger hin, meine Güte. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Das ist jetzt schön, dass es mittig ist. Perfekt! Auf, mach was. Läuft es, läuft es, das läuft, das läuft. Hier hängt es jetzt aber nur, weil es eben, das hat eben so komisch ausgesehen. Warte mal, wenn jetzt. Nee, aber das stockt jetzt nicht wegen einem anderen Grund, oder? Nee, warte mal. Setz mal kurz hier noch ab. Ich brauche die Masse an lila Staub. Definitiv, ja, also. Wir haben das ja gesehen im ersten Versuch. Das war ja eine Katastrophe. Die waren null ausgelastet, die Maschinen. Jetzt, da muss ich auch den Aufbau hier komplett ändern. Ich muss im Prinzip eine Lane für zwei Maschinen. Richtig? Richtig. Genau. Und dementsprechend muss das nachher anpassen. Okay, das soll mir jetzt erstmal nicht meine Sorge sein. Die nächste Sorge wird jetzt. Jetzt wird's eng. Wobei, nö. Nö, jetzt ist es noch nicht mal ein Problem. Weil. Mein Gedankengang, Freunde, wenn ihr den jetzt wüsstet. Weil jetzt einfach nur ab und auf. Wir haben dann jetzt nicht mehr diese extreme Enge wie da oben. Ja, wir machen da auch ruhig lang. Einmal hier weg. Und da dazu. Ja, das läuft in beiden Bahnen. Hier kann ich einen Splitter setzen. Jawohl. Und dasselbe bitte synchron. Synchron ist auch immer das Wort, was ich suche, gell? Hat jemand mittlerweile eigentlich herausgefunden, welches Wort ich suche? Symmetrisch. Symmetrisch, Freunde. Hat doch was Gutes, abends aufzunehmen. Ja, es ist schwierig, gell? Ein Mann in meinem Alter, der hat einfach keinen Kopf. Symmetrisch habe ich gesucht. Dass es einfach symmetrisch aussieht, Freunde. Warte mal, ich will jetzt hier rausnehmen und will es dann in zwei Richtungen. Es braucht zwei Splitter. Einmal. Symmetrisch, bitte. Komm, setz es oben an. Warum machst du so viel Ummus hier? Setz es oben an. Ich hoffe, es ist genug Staubproduktion da, gell? Und jetzt nochmal ein Splitter. Einer nach oben, einer unten. Mittig, ja, mittig ist schön. Mittig sieht schön aus. Kommt einer nach unten, einer nach oben. Nee, der muss hier schon hoch. Oh, voller. Seht ihr schon, wie das nachher enden wird? Es sieht aber so unglaublich geil aus. Also, das ist brutal. Und dann. Selbes Prinzip würde ich fast wieder sagen. Nur bis hier. Nur bis hier. Ja, ich weiß ja, warum ich es erst mache, aber egal. Ignoriert es einfach. Rein damit. Rein damit. Ihr könnt weg. Müsst doch nicht mal nach unten laufen. Aber ist, glaube ich, egal. Machst du doch gerade. Machst du doch gerade. Warum machst du denn überhaupt krumm? Ah, zack. Ihr nehmt, tut sie hier rein. Jetzt muss ich dasselbe hier unten dran bauen.
Ganz unten. Ganz unten. Das ist in Ordnung. Und jetzt dasselbe einfach wieder hier. Und zwar, hier ist es noch okay. Ja, und dann machen wir es direkt hier, damit es auch gleich aussieht. Und dasselbe bitte hier. Jetzt muss ich mal gucken, ob das mit dem Platz langt, wegen dem, da muss es ja anders da aufsetzen, ne? Also die Ärmchen müssen das anders aufsetzen. Und zwar wieder wie oben, aber das funktioniert, oder? Ja, ich krieg die Kurve wieder hin. Nämlich einmal so, einmal so, einmal so. Und ich habe dasselbe Schematik wie oben. Ja, jetzt habe ich allerdings das Problem, hier müsste ich ein bisschen hoch. Okay, das ist aber auch kein Problem. Warte mal, die Ärmchen mal bitte ansetzen, damit ich sehe, wo ich hin muss. Und der kommt ja von außen. Aber das wird nicht funktionieren. Ich muss ein bisschen hoch. Und ich würde gern überall dann auch nach oben gehen, damit es gleichmäßig aussieht. Ne? Symmetrie. Bescheuert. Zack. 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 Und dann läuft die Sache auch. Zack. Zack. Natürlich muss ich jedes Mal drehen, damit es auch überall gleichmäßig angepasst wird. Nach unten, nach unten, nach unten, nach unten. Und wenn jetzt gleich nicht fetter Staub kommt, dann weiß ich auch nicht. Und jetzt können wir nämlich hier wieder nach unten arbeiten. Genau dasselbe wie dort auch. Und jetzt ein Ärmchen nach dort, genau. Also komm Leute, hey, komm, 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 komm. Applaus, Applaus, jetzt machen wir den Witz, Applaus, okay. Manchmal kriegt er echt einen Höhenflug. Ne, ist okay. Ich bin so fetch aus. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich bleib auch so bescheuert. Und jetzt in die Mitte mit der Schnitte. Achso. Was haben wir jetzt falsch gemacht? Läuft. Ich glaube, im Staub wird's eng. Oder? Ja, das muss ich beobachten, wenn alles läuft. Ja, hier ist definitiv zu wenig Platz. Also das machen wir mal alles komplett weg. Die Strommasten sind geil, ja? Die fetten Teile hier. Ja, aber eigentlich ist jetzt blöd, die zu benutzen hier. Weil ich will ja im Endeffekt nachher die ganz großen benutzen. Ja, 60x60. Und insofern... ich muss alles nach unten setzen jetzt. Ah, Freunde der Nacht. Kein Problem. Ich glaube sogar, ich brauche diesen Zusammenbau hier nicht mal. Weil so voll sind ja die Bänder nachher gar nicht, oder? Ich glaube nicht, gell? Kann ich noch alles einpacken? Ja. So viel Material ist das ja im Endeffekt nicht. Okidoki, also... Jetzt ist die Frage. Egal, stell dir mal die Frage. Weißt du was? Da habe ich gerade voll Bock drauf, dass es so laufen soll. Wo ist denn die Mitte? Hier führt es zusammen. Genau. Jetzt kommen hier zwei Pressmaschinen rein, elektrische Presser, die mir die Kolben machen. Die Kolben. Bitte synchron. Nee, was? Symmetrisch, symmetrisch. Jedes Mal symmetrisch und synchron. Diese zwei Wörter. Du machst aus Staub die beiden Produkte. Du machst aus Staub die beiden Produkte. Ihr kriegt natürlich Staub rein. Rein. Numero uno. Das heißt, die mittlere Lane für die zwei Maschinen. Weiter. Diese Lane... für die nächsten zwei Maschinen. Das ist der Plan. Ich habe einen Plan. Elektrische Pressen. Direkt wieder nebendran. Nee, oh, oh, oh. Ich muss weiter runter jetzt. Okay. Muss nicht unbedingt schlecht aussehen. Im Gegenteil, es hat was. Irgendwie hat es was. Ja. Ich weiß nicht, was es ist, was es hat. Aber es hat es. Irgendwie hat es das, oder? Mittig. Okay, da muss noch einer ran. Kein Problem. Ach so, nee, Quatsch. Wir haben ja gesagt, eine Maschine pro. Hm. Aber das heißt, ihr müsst hoch. Du bist zu weit.
Du bist zu weit. Genauso. Und du musst nach oben. Du sollst nachher den Krempel herstellen, genauso wie du auch. Und die nächsten Presser müssen jetzt wieder eins hoch. Hat was. Es hat was, Freunde. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Es hat irgendwie was. Ja. Und ich muss trotzdem noch dafür sorgen, dass ich lila einen Staub nebenbei sammle, weil ich brauche den ja, glaube ich, noch für andere Sachen. Sollte ich nicht erstmal die vier Maschinen anschließen? Wäre das nicht erstmal ausreichend, Freunde? Ich glaube schon. Tu das doch mal. So. Wo macht denn der den Knick nach oben? Das soll bitte da genau auch wieder den Knick machen. Pass auf. Exakt. Nach unten. Ein Ärmsche sammelt den Krempel. Ärmsche. Erstmal Ärmsche. Oder zwei Ärmsche gleich. Sollen zwei Ärmsche das sammeln oder soll das erstmal nur Ärmsche sammeln, den Krempel? So viel ist es ja nicht. Ja, und die stecken auch relativ hoch und so weiter. Also alles cool. Und ich glaube, die Ärmchen sind jetzt dafür ein bisschen unterfordert. Aber ist okay. Oh, warte mal. Nee. Schade. Ich, ja, ist schon klar. Ist schon klar. Wenn ich das wegmache, habe ich das Problem nicht mehr. Aber es ist auch nicht mehr mittig. Nee, ich will das aber so haben. Achso. Einmal Verbindungsanker hier. Zack. Und bitte Ärmchen, damit es gleich gesammelt werden kann. Und dann können wir mal nämlich sehen, wie das Ganze läuft. Ausgerechnet, wenn es dunkel ist. Okay, also. Die zwei Lanes jetzt in der Mitte. Also die zwei und die zwei. Kommen die schnell genug voran? Der Aufbau ist genial, Freunde. Ehrlich jetzt mal. Die arbeiten am laufenden Band, oder? Die Ärmchen können noch ein bisschen schneller sein. Aber es ist okay, nee, also wirklich. Also wer jetzt noch behauptet, das kannst du optimieren. Nee, also später vielleicht, wenn ich tatsächlich noch Module reinstecken sollte. Ich weiß es noch nicht. Aber wenn ich Module reinstecken sollte, dann kann man eventuell noch ein zweites Ärmchen dran setzen, damit es noch schneller Input kriegt. Wir können das, theoretisch könnten wir es ja auch mal kurz machen, gell? Einfach nur, um so zu sehen, ob das funktioniert. Ja, okay. Ich höre es schon wieder. Mach's halt. Also jetzt arbeitest du durchgängig. Definitiv. Aber wie genial, oder? So genial, dass ich Bock habe, direkt das hier weiterzuführen. Allerdings, wie sieht's denn aus? Kriegt ihr noch genug? Trotzdem, ja. Ihr kriegt genug. Also die Herstellung scheint okay. Hier hakt's, ha? Ja. Es ist übertrieben, Freunde. Es ist übertrieben. Wenn die Ärmchen jeweils das wegnehmen, das langt vollkommen aus. Dann hakt's ganz kurz. Meine Güte. Das Problem ist nämlich, ich brauche echt einen Überschuss, den ich sammeln kann. Wenn es geht. Im Moment sieht es nicht ganz danach aus, gell? An der Innenseite kommt relativ gut was nach. Also in der Innenseite stockt es, Gott sei Dank, etwas. Aber ansonsten nicht. Okay, machen wir das noch schnell fertig an dieser Seite. Dann kommt da noch was dazu und dann passt das erstmal. Dann haben wir erstmal wieder eine Folge hinter uns gebracht, Freunde. Ja, schon wieder. So schnell kann es gehen. Schon wieder die Zeit rum für eine Folge. Es ist unglaublich. Machen wir es so und hier machen wir es ganz genauso. Natürlich in die andere Richtung, logischerweise. Ladies and Gentlemen, kleines Päuschen, bis gleich. Ist das geil?